Hallo! Willkommen zu einem neuen Video von mir, Steffi. Mir, also ich. Ja, es ist Oktober, das heißt, ich werde versuchen, wieder ein paar schöne Horror-Make-ups zu machen. Aber für heute habe ich erstmal ein etwas glamouröseres Make-up geplant. Und zwar habe ich in meiner Insta-Story nachgefragt, was ihr sehen möchtet. Entweder meine Schminksammlung oder ein Herbst-Make-up-Art. Und ihr habt für das Herbst-Make-up-Art gestimmt. Genau, dann will ich auch gar nicht lange quatschen. Und genau, fangen wir mal an. Zuerst mache ich mir meine Haare irgendwie herbstpassend. Ich meine, ja, die sind blau und das sieht eher nach Winter aus, aber ich habe ein bisschen Herbstdeko gemacht. Also nicht gemacht, sondern gefunden bei uns im Schrank. Also ein paar Blätter und die versuche ich jetzt erstmal hier so vorne ein bisschen einzuflechten. Jetzt geht doch noch mein Wecker. Schnauze. So, und zwar habe ich mir vorgestellt, dass ich hier wie eine Art Blatt hinmale und dann ein ziemlich düsteres Augen-Make-up mache und Nude Lips. Dann zoome ich euch mal ran und dann fangen wir mal mit dem Blatt an. Okay, ich nehme jetzt einfach mal das hier als Vorlage. Ich hoffe, ich kriege das auch so hin. Aber dafür nehme ich mir jetzt erstmal einen weißen Kajalstift von NYX und versuche mir die Form erstmal ein bisschen grob vorzuzeichnen. Ja, dürfte ungefähr hinkommen. Oh Gott. Leute, ich habe noch nie ein Blatt gezeichnet, ne? Also. So, dann nehme ich mir jetzt den Black Off Long Lasting Eyeliner von Miss Lynn und versuche das Ganze erstmal nachzuziehen. So, und jetzt versuche ich dieses Blatt von außen nach innen, also schwarz, braun, rot, orange, gelb, grün, erstmal in so einem Ombre auszumalen. Für das Schwarz nehme ich den Matte Eyeshadow von Make-up Factory. So, für den dunklen Braunton nehme ich jetzt meine heißgeliebte Huda Beauty Desert Dusk Palette. Und da benutze ich den Ton Out. Für das Rot benutze ich aus der Huda Beauty Desert Dusk Palette Saffron. So, das Orange und das Grün dürfen jetzt ein bisschen krasser sein. Und da war... Es ist zu spät. Und zwar nehme ich mir jetzt die NYX Ultimate Shadow Palette in den Farben Brights und gehe jetzt in diesen schönen Orangeton hier. Und für den Rest, der jetzt noch übrig ist, gehe ich immer abwechselnd in diese beiden grünen Töne und gebe das einfach ein bisschen fleckig drauf. So, das Blatt ist natürlich noch nicht fertig, da kommt dann noch was. So, jetzt werde ich aber erstmal noch ein bisschen an meiner Grundierung arbeiten. Genau, jetzt kommt nämlich dieses schöne Orange, Ocker, irgendwas. Und damit werde ich jetzt nochmal konturieren. Das Contouring verblende ich jetzt nochmal mit erst diesem Orange und dann mit dem Gelb. So, und den Stellen, die jetzt nochmal extra vertieft werden müssen, gehe ich in Amber. Oh. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt einmal an die Augenbrauen. Für den hinteren Teil benutze ich erstmal den Miss Lynn Brow Chica in Brownie. Ich gehe mal mit Lidschatten drüber. Dafür benutze ich wieder Saffron. Und gehe vorne dann mit dem Orange aus der Ultimate Palette. So, und hinten über das Braun gehe ich, glaube ich, einfach nochmal mit Out drüber. Und zwar nehmen wir jetzt nochmal, also nehme ich jetzt nochmal den Eyeliner von Miss Lynn und ziehe hier noch so ein paar... Ciao, Kakao. Und ziehe bei dem Orange vielleicht noch so ein paar schwarze Striche rein. Das, glaube ich, sieht ganz cool aus. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Augen-Make-up. Dann fangen wir erstmal an mit der NYX Ultimate Palette. Zuerst gehe ich in den gelben Farbton und gebe ihn in den Augeninnenwinkel. Dann gehe ich in das Hellgrün, die Huda Beauty Palette, in Blazing. Jetzt gehe ich in Saffron und gebe es in den Außeninnenwinkel. Augenaußenwinkel.
So, jetzt gehe ich in Amber. So, und jetzt gehe ich tatsächlich einfach nur in Out und gebe es über das ganz bewegliche Lid. So, und damit auch noch ein bisschen Grün reinkommt, gehen wir das dunkle Grün von der Ultimate Palette nochmal hier direkt unten drunter. So, jetzt wird es, glaube ich, Zeit, erstmal den Highlighter zu machen. Dafür nehme ich von Sleek die Cleopatra's Kiss Palette und benutze den Ton Sphinx, also den goldenen hier oben. Wir sind gehighlightet. Jetzt machen wir eine Art Cut Crease tatsächlich. Wir machen sie mit Glitter. Einmal den Glitter Primer von NYX und das schwarze Glitter von NYX. Nehme ich mir jetzt nochmal den Make-Up Factory Lidschatten, den schwarzen, und gehe am Rand vom schwarzen Glitter nochmal rein und probiere irgendwie den Übergang. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Blatt. Da soll jetzt nämlich roter und goldener Glitter noch drauf. Den roten Glitter nehme ich aus meiner Huda Beauty Palette, und zwar den Ton Cosmo. Und das goldene Glitter, da habe ich hier so einen Nagelglitzer. Bevor ich jetzt meinen normalen Eyeliner ziehe, nehme ich nochmal einen NYX Vivid Bright in Gelb, also die Farbe 04 Halo. Jetzt nehme ich meinen Liquid Eye Designer von Make-Up Factory und ziehe mir einen richtig schönen Eyeliner. Jetzt nehme ich einen Eye Pencil von NYX Professional Make-Up in Schwarz und male damit meine Wasserlinie aus. Dann kommen jetzt nur noch falsche Wimpern drauf. So, die Wimpern sind aufgeklebt. Ja, und jetzt trage ich noch Mascara auf. Und zwar die Birth the Hype Mascara von NYX. So, und jetzt sind nur noch die Lippen dran. Dafür benutze ich erstmal den Beautifying Lip Primer von Make-Up Factory. So, und ich habe das Gefühl, jetzt brauchen wir noch ein richtig ballerndes, nudiges Gloss. Und dann nehme ich von Manhattan das Oh My Gloss in der Farbe 130 Beige Babe. Und fertig ist das Make-up. So, das ist mein Herbst-Make-up-Art für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch der Look gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video. Das würde mich sehr, sehr unterstützen. Und natürlich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonnieren und Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!